Ich komme von einem Dorf in Kamerun, wo die Möglichkeiten, die hygienischen Artikel für die Menstruation zu beschaffen, sehr schwierig sind. Eigentlich findet man vielleicht in einem Dorf mit ca. 200 Mädchen oder Leute und mehr, einen Laden, der vielleicht 2-3 Paar Binde, wegwerfende Binde zu verkaufen habe, da die Leute die Binde nicht kaufen können. Darum habe ich mir entschlossen, diese Mädchen dort mit den Menstruationartikeln zu unterstützen. Und nicht nur die wegwerfende Binde, die sehr teuer sind, sondern die waschbare Binde, die wiederverwendbar sind. Ich war sehr begeistert von dieser Idee und habe deshalb jetzt mit ihr zusammen versucht, Aktionen, Events zu organisieren, wo Leute zusammenkommen können, Freiwillige, um diese Stoffbinden herzustellen. Ich denke, es ist ein Grundrecht von jeder Frau, mit Hygieneartikeln ausgestattet zu sein. Ich bin da, um meine Kollegen da zu unterstützen, weil das finde ich wirklich eine tolle Aktion, dass die Menschen geholfen werden, nicht alle, die wirklich dieses Privileg haben, solche Artikel zu kaufen. Über Blut redet man nicht in Kamerun, über Blut will man gar nicht hören. Ich glaube, wie in anderen Ländern, afrikanische oder auch überall in die ganze Welt, das ist echt ein Tabu, darüber zu sprechen. Und vor allem bei uns zu Hause hat man so noch auch mit Tradition. Es ist so traditionell verbunden und hat so viel Bedeutung mit Blut. Darum sind die Mädchen immer auswärts, wenn sie die Menstruation haben. Aber ich frage mich, wenn wir Mädchen ein Kind bekommen, wow, die ganze Dorf, ein Kind ist zur Welt gebracht. Aber wenn die Menstruation da sind, nein, sie wollen uns nicht sehen. Sie sitzen immer hinter dem Haus, die Mutter muss sich auf die Mädchen kümmern, sie muss nicht kochen, sie muss gar nicht in die Wohnung berühren, sie muss nicht im Wohnzimmer kommen, weil dort die Männer sind. Und das ist echt, das sind nur einfach kleine Teile, es hat noch viel. Jetzt ist es so weit, dass wir in eine ganze Kirche sprechen können. Vorher konnte man das nicht, aber der Pfarrer hat das unterstützt und sagt, ja, ich fand das gut, komm, sprich ihr mit alle darüber. Und das war nur 2 Tage im Voraus, sind so viele Mädchen in das ganze Dorf gekommen und wir sind da auch ein Team. Und das ist nur eine von dem und das sind etwa 4-5 Leute, mit denen wir zusammenarbeiten und ich bin hier mit allen anderen Kollegen, suchen wir die Ideen, vermitteln wir unsere Ideen via WhatsApp und via Chat, egal wie. Und dann setzen sie die Leute in Kamerun die Ideen ein. So die Binden kommen da in dieses Dorf, so wie ein Schlussprodukt. Und Ziel ist, dass sie dann in dem Dorf diese Binde produzieren können. Mhm.